In diese neue Freizeit-FC-Folge starten wir rein. Wir nehmen ein Angebot von Mats Lauritzen an. Ist einiges an Geld, was wir ja kriegen. Vielleicht ein bisschen weniger als der Marktwert. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Und der Kollege hier, der ist einfach OP. Können wir den uns leisten? Diego Mar... Ja, wir können uns den locker leisten. Hä? Lass den holen. Der ist einfach so OP. Der ist so teuer einfach vor allem. Den hole ich mir. Für 5 Millionen? Das geht doch locker über die Bühne. Let's go. Bam! Achso, und übrigens zum Like-Ziel. Es hat nur 3 Likes geschafft. Let's go. Wir verhandeln mit dem... Ja! Es ist einfach 5 Millionen. Die gebe ich dafür aus. Der muss 5 Jahre bleiben. Let's go, der bleibt auch 5 Jahre. Oh nee, wir müssen vorschlagen. 20.000? Einstiegsbonus machen wir jetzt auch nochmal hier. Let's go. Oh, zum Glück. Geht sein Marktwert runter? Das wird jetzt nochmal... Ja. Hervorragende Jugendarbeit. So, aber jetzt kommen wir zum Eigentlichen in dieser Folge. Wir sind gerade auf dem 16. Platz. Und wir wollen heute gegen Dortmund gewinnen. Ja, gegen Dortmund, ne? Gegen die spielen wir dann auch im Pokal. Das wird natürlich extrem hart. Können wir mal gucken, auf welchem Tabellenplatz die... Ja, die sind natürlich auf dem Champions-League-Platz. Vorher noch Transferangebot für Schädler. Den will ich auch nicht mehr. Becker. Da möchte ich eine Einjahresleihe. So, also mal gucken, was das so wird hier. Und dann sehen wir uns nicht im Dortmund-Spiel, sondern hier in der Auswahl. Spielen Show, das geht ja ganz schnell. Das Ganze machen wir hier auf Legende. Trikots. Auswärts muss das sein. Und dann gehen wir in die Partie. 4 Minuten gegen die Dortmunder. Let's go. Viel Spaß. Und bevor es jetzt so richtig losgeht, hier nochmal ein kleines Schusstraining für den lieben Kunz. Er soll das natürlich optimal machen. Krass getroffen, den Zaun. Heutiges Like-Ziel. 100 Likes. Tatsächlich 100 Likes, weil ich will das auf gar keinen Fall machen. Wenn ihr 100 Likes schafft, dann spiele ich die ganze Saison nur noch ultimativ. Also die schwerste Stufe, die es hier in FIFA gibt. Und ich will halt nicht absteigen. Das ist so mein Ziel. Genau. Hier Kunz im Zweikampf. Der kriegt's aber nicht gebacken. Die Dortmunder natürlich klare Favoriten in dieser Partie. Die gehen auch direkt in Führung. 5 Minuten. Matthäus Cunha, der hat doch bei der Hertha gespielt. Meines Wissens nach. Der Ball muss auf jeden Fall ständig in Bewegung bleiben. Oh mein Gott, das ist richtig krass gespielt hier. Schade. Hä, aber das war voll gut. Die Taktik ist eigentlich gut, die ich hier habe. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem mit der Geschwindigkeit der Spieler. So, da verschaffen wir uns wieder ein
Spielaufbau, einen schönen Spielaufbau vor allem. Ach Junge, warum geht der auch so rein? Aber wir haben Eckball. Ich spiele die. So. Ein Spieler, der wird mich auch nochmal interessieren. Aber ich verrate noch nicht so viel in dem Video. Jetzt aber erstmal Vlasic. Ballverlust. Wir spielen das eigentlich voll super. Ziel am Ende der Karriere, das ist ja Champions League. Titel, Stief. Stief, wow. Demar holt da. Ey, Schiri, Eckball. Das ist ganz klar ein Eckball gewesen. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Comments. In die Comments, in die Kommentare, please. Thank you very much darüber. genau. So, jetzt Kunja. Schade. Schade, aber wir haben gut gespielt. Wir haben gut gespielt. Das ist jetzt nicht das Schlimmste. Schade, da mit dem Pass. Koren. Och Gott, Koren. Dich wechsle ich aus! Geh doch nicht da mit Gretchen hin. Oder ist. Platz, 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 Platz. Damen ist da. Schade. Kunz. Koren. Edozi. Stief. Stief. Schade. Aber Dortmund, die Spiel, die haben, ich habe irgendwie das Gefühl, das Mannschaftsgefühl passt nicht. Aber im Kölner können wir auch mal gucken, ob der schon angekommen ist. Ich habe darüber keine Ahnung. So. Aber trotzdem verlieren wir heute. Das ist eigentlich schon klar abseits. Hey, warte! Elfmeter? Nee, sag mir das jetzt nicht. Hä? Ja, den hält er. Was ist mit Koren? Hat er sich verletzt? Ich wechsle den jetzt mal aus. Hat Koren sich verletzt oder was? Ja, kann sein. Nicht noch ein Elfmeter. Sehr gut. Och, Junge, ich hatte doch gerade diesen verdammten Angriff, Mann. Oh, Junge. Ich sehe schon, das Video geht doch 2 Stunden. Nee, geht's nicht. Edouzi darf heute auch mal länger spielen. In der letzten Partie habe ich ja hier ausgewechselt zur Pause. Aber jetzt gegen, ich weiß gar nicht, Hoffenheim 4-0 verloren. Ja, wow, wir können das Spiel auch simulieren, da kriegen wir wenigstens Tore. Siehste, 1-4. Siegmund sogar. Den, ich glaube, den werde ich drin lassen. Oh mein Gott. Lauritzen klappt nicht. Edouzi ist auch immer besser und jetzt ist was mit diesem Talent da? Was ist mit dem? Ist noch nicht da. Winkler kann da vorne spielen. Ich wollte den jetzt mal mit Schade tauschen. Dann klappt es nämlich besser. Wenn ich Schade dann hier. Irgendwie. Ich probiere es mal so. Das klappt ja auch irgendwie. Ja. So stehen wir am Ende, was ich noch gucken wollte. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Neuer, der ist halt nur 11 Millionen wert. Der ist halt günstig.
Da wäre jetzt halt die Überlegung, oder hier CR7 ist zu teuer, der gute Kollege, De Bruyne auch, Benzema auch und Kylian Mbappé sowieso, Robert Lewandowski auch. Also Neuer wäre halt so eine Option noch. Aber dann ist halt wieder das Problem, dann müssten wir Koch verkaufen. Neuer ist aber eine Option. Wir haben aktuell schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Torhüte. Dann könnten wir Remy verleihen. Koch verkaufen. Und dann hätten wir Damen und Neuer. Sollen wir es machen? Ich mach's. Ich verpflichte kurz Neuer, ne? Oder Leute, wisst ihr, was ich einfach mache, bevor ich den Deal hier jetzt abschließe? Ich mache einfach 10 Millionen plus Koch. Dann haben wir den schon mal weg. 14 Millionen. Ich will runtergehen auf 13,4. Komm bitte. Wisst ihr was? Ich will jetzt Neuer einfach in diesem Verein haben. Der wird dann halt Stammtorwart oder so. Oh mein Gott, das sind die letzten Verhandlungen einfach. Soll ich Schlüssel? Ja, ich muss Schlüsselspieler. Der ist halt OP. 3 Jahre klappt es mit dem. Nein, der will sich 1 Jahr. Naja, das geht bei mir nicht. Bei mir müssen es 2 Jahre sein. So. Bonus entfernen. So, komm. Kriegen wir es hin? Wir holen Neuer. Bats! Wir holen Neuer zum Verein. Aber der wird halt erst zum Ende der Transferphase, zum Anfang der Transferphase. Wir haben gar nicht mehr, wir haben kein Geld. Der wird dann am 1. Januar mit dem Kölner zu uns kommen. Nice! Als ob wir haben einfach 2 Transfers in dieser Saison getätigt. Also, was für in dieser Saison? In dieser Folge. Wir haben in einer Folge 2 Transfers getätigt. Also, sorry, Damen, aber Koch. Mit dir, das wird nichts. Da kommt dann Damen hin. Aber solange noch nicht, dann bist du noch Auswechselspieler. Und dann spielt Koch beim FC Bayern. Der ist bestimmt auch froh. Aber jetzt würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis dann. Ciao, ciao.